und Systemanalyse. Um Handelssysteme verbessern zu können, müssen die Ergebnisse fortlaufend analysiert werden. Dies geschieht unabhängig davon, ob sich das System noch in einer Testphase befindet oder schon im Handel eingesetzt wird. Dabei steht einer Systemauswertung eine Reihe von Kennzahlen zur Verfügung. Diese liefern wertvolle Hinweise auf das Leistungspotenzial des Handelssystems, und aus deren Analyse lässt sich ableiten, an welcher Stelle Parameter verändert bzw. angepasst werden sollten. Profitfaktor. Um den Profitfaktor berechnen zu können, ist es zunächst notwendig, jeweils den Bruttogewinn und den Bruttoverlust zu berechnen. Der Bruttogewinn gibt die kumulierte Summe aller realisierter Gewinntrades an, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg angefallen sind, und beim Bruttoverlust werden alle in einer Handelsperiode abgeschlossenen und realisierten Verlustrades summiert. Den Profitfaktor erhält man nun, indem der Bruttogewinn durch den Bruttoverlust dividiert wird. Bei einem Wert von 1 wäre das System also beim Break-Even. Ein Wert von 1,5 gilt weithin als angestrebtes Minimum, einer von 2 schon als besonders gut. Kennzahlen, die beim Backtesting deutlich höhere Werte aufweisen, sollten die Skepsis bezüglich einer Überoptimierung wecken. Durchschnittsgewinne und Verluste pro Trade. Zur Berechnung der Kennziffer durchschnittlicher Gewinntrade werden die Beträge aller Trades innerhalb eines bestimmten Zeitraums, bei denen Gewinn erwirtschaftet wurde, kumuliert und durch die Anzahl dieser Trades geteilt. Dieses arithmetische Mittel gilt als Erwartungswert und Vergleichskennzahl, an dem die zukünftigen Gewinne gemessen werden. Analog dazu wird beim durchschnittlichen Verlusttrade das arithmetische Mittel der Verluste berechnet. Auch sie stellt eine Benchmark dar, in dem Falle für die zukünftig anfallenden Verluste. Diese beiden Werte werden auch ins Verhältnis zueinander gesetzt, indem der durchschnittliche Gewinntrade durch den durchschnittlichen Verlusttrade geteilt wird. Diese Verhältniszahl sollte immer größer 1 sein. Es besteht die Möglichkeit, dass ein durchschnittlicher Verlusttrade größer ist als der durchschnittliche Gewinntrade, aber dennoch ein Nettogewinn erwirtschaftet wird. Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Wenn der durchschnittliche Verlusttrade bei 1000 Euro liegt und der durchschnittliche Gewinntrade bei 500 Euro, dann errechnet sich daraus die Kennziffer 0,5, 500 Euro geteilt durch 1000 Euro. Jetzt liegt der prozentuale Anteil profitabler Trades beispielsweise bei 70% und demzufolge liegt der Anteil der Verlusttrades bei 30%. Daraus ergibt sich bei 100 Trades, unter Einbeziehung der errechneten Erwartungswerte, folgende Rechnung für die Gewinntrades: 500 Euro x 70 gleich 35.000 Euro. Und für die Verlusttrades: 1000 Euro x 30 gleich 30.000 Euro. Bei einer Verhältniskennzahl von 0,5, also einem doppelt so hohen durchschnittlichen Verlust pro Trade wie beim durchschnittlichen Gewinn pro Trade, werden in diesem Fall trotzdem 5.000 Euro Nettogewinn erzielt. Ungeachtet dieser rechnerischen Möglichkeit, sollte der Robustheit willen das Ziel angestrebt werden, die Kennziffer größer 1 zu halten. Draftoven. Der Draftoven ist einer der wichtigsten Kennzahlen. Er bezeichnet einen Verlust, der in einem bestimmten Zeitraum entstanden ist. In Hinblick auf Risikoanalysen werden unter anderem die Häufigkeit bzw. die Länge der Verlustphasen angegeben. Hierbei wird jeweils vom höchsten zum tiefsten Wert gemessen. Der größte Verlust in der Handelsperiode ist der sogenannte Maximum Draftoven. Dieser ist in zweierlei Hinsicht interessant. Zunächst einmal lässt sich daran das Time to Recover ermittelt, das heißt, wie lange das System gebraucht hat, um diesen Verlust wieder auszugleichen.
Außerdem wird anhand dieses maximalen Verlustbetrages festgelegt, wie hoch die Margin veranschlagt werden sollte, um auch für lang andauernde Verlustphasen gewappnet zu sein. Die Faustregel besagt, dass der maximale Draft dazu mit dem Faktor 2 multipliziert werden soll, um sich ein gutes Polster gegen Eventualitäten zu schaffen. Fazit: Ein Patentrezept, um mit automatischen Handelssystemen sichere und beständig hohe Gewinne zu machen, gibt es nicht. Doch anstattdessen kann man auf Grundregeln zurückgreifen, bei deren Beachtung die Erfolgsaussichten deutlich ansteigen. Wie ein Wolkenkratzer ein starkes Fundament braucht, um Wind und Wetter standzuhalten, muss die Robustheit eines Handelssystems an erster Stelle stehen. Zudem müssen die Grundsätze des Money- und Risikomanagements klar und effizient eingebaut sein. Nicht zuletzt müssen die wertvollen Hinweise, die die Performance-Analysen bereithalten, zur Umsetzung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses genutzt werden. Die Richtung, in welche die Entwicklung automatisierter Handelssysteme einschlagen wird, ist bereits abzusehen und in Ansätzen Realität. Die Algorithmen werden künstliche Intelligenz besitzen und lernfähig sein. Hierzu werden zum Beispiel Programme auf Basis von genetischen Algorithmen oder künstlichen neuronalen Netzen erstellt. Beide Gebiete orientieren sich am Vorbild der Natur, wobei die genetischen Algorithmen auf die Evolution und die neuronalen Netze auf die Funktionsweise von Nervenzellen ausgerichtet sind. Die Tendenz geht deutlich in Richtung Flexibilität und Dynamik. Konklusion: Das System muss konstant analysiert und die Parameter angeglichen werden, denn die Märkte verändern sich und wir müssen uns ihnen anpassen. Automatisierte Handelssystem beim Trading selten sie seltsam kennt sie.